Wir sind in Tirol. Wenige Kilometer nördlich von Kufstein liegt der Ort Niederdorfer Berg. An einem Septembertag besuchen wir hier den Holzbildhauer Stefan Käser. Wir sind gekommen, weil er uns versprochen hat, dass wir ihm bei seiner Arbeit zuschauen dürfen. In dem das Haus umgehenden Garten sehen wir schon Ergebnisse seines Kunsthandwerks. Erwartungsvoll treten wir ein. Stefan ist gerade dabei, einen schon mit der Kettensäge vorbereiteten Block aus Zirbenholz auf der Arbeitsunterlage zu befestigen. Die vorgeschnittenen Kerben dienen der Orientierung beim Aus- und Abstemmen des überflüssigen Holzes und verhindert unkontrolliertes Ausbrechen. Es soll ein weiteres Rucksackmodell entstehen. Jedes ist ein Unikat, denn keines ist genau wie das andere. So entstanden in den 40 Jahren seiner selbstständigen Tätigkeit zahlreiche Figuren, Statuen und Statuetten sakraler und profaner Art. Außerdem Tierfiguren in allen Größen, auch lebensgroße. Alle seine Arbeiten sind Einzelstücke und daher Unikate, in reiner Handarbeit hergestellt, mit Signum und Zertifikat.
schwerer Rett. Ja, so, und so einfach ist es. Und dein Rucksack ist fertig, voll bepackt. Jahrgang 56 und habe dann nach der Pflichtschule eine Holzbildhauerlehre in der Schnitzschule in Elbingen-Alb gemacht. Diese Schule, die dauert 4 Jahre und da schließt man dann mit der Gesellenprüfung ab als Holzbildhauer. Ich habe dann auch die Meisterprüfung gemacht und bin jetzt ziemlich genau 40 Jahre selbstständig. Also ich lebe von den Schnitzern, die was ich so mache. Ich habe hauptsächlich Privatkundschaften, hin und wieder auch was Sakrales natürlich für die Kirchen, hauptsächlich private Hotels, private Unternehmen, machen alles Mögliche. Da hinten habe ich jetzt gerade eine größere Figur noch in Arbeit, das wird für ein Haus. Da hat man extra so eine Nische gebaut, wo dann die reinkommt. Und verwendet wird hauptsächlich Zirbenholz, wie das, was ich da jetzt habe, was Sie zuerst gefilmt haben. Es ist sehr weich, ist ein Hochgebirgsholz, wächst ab 1500 Meter Seehöhe. Lässt sich sehr gut bearbeiten. Die Linde wird auch sehr viel verwendet. Linde wächst ja da bei uns. Oder auch Harthölzer, Kirsche, Nuss, Eiche zum Teil, wird dann geschliffen. Am dankbarsten zum Schnitzen von den Figuren her sind immer die Engel. Weil wenn es kein Engel nicht wird, einen Teufel kann man immer noch draus machen. Also das ist ganz was Dankbares. Ja, und so bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Man kann nicht reich werden davon, aber man kann leben. Und der große Vorteil ist einfach, dass wir relativ wenig Aufwand haben. Ich habe geschaut, ich habe da meine Schnitzeisen, einen Raum, und schon kann man arbeiten. Das ist eigentlich da der große Vorteil. Man braucht keine großen Maschinen. Wir haben natürlich auch Maschinen, aber auch nur Bandsäge und Hobelmaschinen. Und dann kann man eigentlich schon starten. Das ist natürlich, man braucht schon ein gewisses Talent für die Arbeit, wie halt
bei künstlerischen Sachen im Allgemeinen. Und man muss natürlich auch die Liebhaber dazu finden, die was bereit sind, das zu bezahlen oder auch die Aufträge zu erteilen. Aber ich habe sehr gute Kundschaften, sehr treue Kundschaften. Und jetzt gehe ich dann in den Ruhestand und werden wir es ein bisschen ruhiger bestreiten. Das wäre im Großen und Ganzen meine Geschichte.